Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Park, den wir gemeinsam in Jurassic World Evolution 2 bauen werden. Und zwar heißt der Park Biosyn Jurassic World. Und diesen bauen wir natürlich auf der Karte Biosyn Valley. Das ist ja eher so vom Motto dann, ja, Dschungel, Sumpf, ja, sehr, sehr verwucherte Bäume, alles sehr bemoost. Und ab und zu kommt dann auch dieser coole Nebel, der dann richtig für Atmosphäre sorgen wird, hoffentlich. Ich bin ja auch schon ganz fleißig am Eingangsbereich bauen, beziehungsweise ich baue schon die Umrandung vom ersten Gehege hier. Da könnt ihr jetzt nämlich auch schon die Form von dem ersten Gehege sehen. Sieht ein bisschen aus wie eine Bohne oder eine Niere. Ich habe dort den Weg dann auch nochmal verbreitert, damit die Besucher nicht ganz so eingeengt sind. Weil gerade am Eingangsbereich tümmeln sich immer sehr, sehr viele Besucher, weil die rein und raus möchten. Und natürlich darf auch eine zweite Wegfarbe nicht fehlen, damit das Ganze ein bisschen schöner aussieht. Ich habe übrigens Mods verwendet, aber eigentlich nur die Freebuild-Mod. Das heißt, dass man keine Baubegrenzung hat. Ich hatte mir eigentlich mal vorgenommen, ein Parkbauprojekt zu machen, ganz ohne Mods. Aber ich bin ehrlich, ohne Mods ist es echt schwierig. Weil gerade diese Freebuild-Mod ist super, super wichtig. Die gibt einem viel mehr Möglichkeiten und Freiheiten. Und ich habe mal versucht, ohne Mods zu bauen und ich war wirklich frustriert davon, dass dann halt überall diese Baubegrenzungen waren und dass man überall mehr Abstand halten musste, als man es eigentlich selber möchte. Das, was ich jetzt gerade baue, ist übrigens ein Besucherplaza. Da soll dann später ein Springbrunnen hin und einige Sitzmöglichkeiten. Der hat da eigentlich ganz gut hingepasst, weil halt von der Gehegeform her eh da so eine Mulde war. Und deswegen konnte man da eigentlich ganz gut so einen runden Besucherplatz hinbauen. Und neben so einem großen Plaza für die Besucher dürfen natürlich auch Einkaufsmöglichkeiten nicht fehlen. Deshalb habe ich hier auch nochmal eine Abzweigung gebaut, denn dort sollte dann ein Restaurant hin und auch noch ein Laden für Getränke hin. Natürlich darf auch eine Toilette im Eingangsbereich nicht fehlen. Und ich hatte mir überlegt für diesen Park, dass ich mal eine richtig lange Jurassic Tour planen möchte, die durch den gesamten Park sich schlängelt. Deshalb habe ich hier auch schon das Jurassic Tour Gebäude direkt am Parkeingang geplant. Und das Schöne ist ja, dass man mittlerweile auch mehrere Jurassic Tour Gebäude miteinander verbinden kann. Das heißt, man kann dann die Jurassic Tour auch als Transfermöglichkeit benutzen zwischen verschiedenen Bereichen. Es ist wirklich immer wichtig, dass man direkt von Anfang an, finde ich, die Tourstrecke auch plant, also so Bereich für Bereich, wie ich es jetzt auch gerade mache. Ansonsten sieht die Strecke einfach nicht so schön aus von der Form und man kann sie dann auch nicht so schön gestalten, weil man halt sich schon alles verbaut hat. Da muss man halt am Ende so ein bisschen improvisieren und sowas und das sieht man dann im Endeffekt auch. Deswegen finde ich es immer wichtig, dass wenn man eine Tour haben möchte, dass man wirklich, wenn man dann den Bereich baut, die Tour auch dort mit einplant. Das hier ist übrigens so ein kleiner Mitarbeiterbereich. Den habe ich dort einfach hingebaut, weil ich dieses Personalgebäude sehr, sehr schön finde mit diesen Moosdächern. Und dahinter habe ich dann nochmal einen weiteren Plaza für die Besucher geplant. Der sollte aber mal ein bisschen anders aussehen. Da habe ich dann so ein bisschen auch nochmal mit den Wegfarben gespielt. Und als nächstes habe ich dann unser Gehege umzäunt. Dafür habe ich auch die neue Biosyn-Technologie verwendet, nämlich diesen unsichtbaren Zaun. Das heißt, die Besucher werden dann richtig das Gefühl haben, direkt neben den Dinosauriern zu stehen und dass da ein Zaun zwischen ist. Das wird auf jeden Fall, glaube ich, ganz schön gruselig sein, weil in dieses erste Gehege sollen tatsächlich Fleischfresser kommen. Und jetzt ging es endlich ans Dekorieren. Dort habe ich jetzt erstmal einen Springbrunnen platziert bei dem großen runden Plaza und auch noch ein paar weitere Deko-Objekte und natürlich viele Sitzmöglichkeiten.
paar aufgeklappte Schirme und auch ein paar zugeklappte, so ein bisschen bemixt. Und außenrum habe ich auch nochmal so ein bisschen dekoriert. Dort habe ich das Ganze abgesteckt mit so Springbrunnen. Denn Wasser im Eingangsbereich und in Besucherbereichen, also fließendes Wasser, so plätscherndes Wasser, finde ich ja sowieso immer richtig schön und beruhigend. Rechts hatte ich auch noch so eine kleine Besucherfläche geplant. Dort habe ich das dann vom Stil her ähnlich gemacht. Und dann ging es an die Gehegegestaltung. Dort habe ich dann erstmal den Bereich vom Gehege etwas abgesenkt. Das hat natürlich dann immer den Vorteil, dass wenn die Besucher ein bisschen höher stehen, dass sie halt einen besseren Blick haben, weil man halt von oben nach unten schaut. Und dann hat man einfach eine bessere Übersicht über das gesamte Gehege. Bisschen Wasser eingezeichnet. Und nochmal einen weiteren Höhenunterschied. Und dann wieder ganz viel mit dem Terrain-Tool rumgepinselt. Die verschiedenen Texturen muss man auch mal gut miteinander vermixen, damit es natürlich aussieht. Ich habe hier auch sehr, sehr viel mit Felsen gearbeitet in dem Gehege. Aber auch eher so kleinere Felsen. Also ich habe nicht so viele sehr, sehr große benutzt, sondern ihr seht schon hier überall ganz viele kleine Felsen hin platziert. Da kann man auch gar nicht so viel mit falsch machen, weil das Spiel, also es gibt ja die Option, dass die sich immer random so ein bisschen ausrichten. Und dann sieht es eigentlich immer sehr, sehr natürlich aus, ohne dass man viel Aufwand und Arbeit hat. Beim Platzieren der Bepflanzung habe ich halt immer so ein bisschen darauf geachtet, dass ich nicht zu viel von der Besuchersicht verdecke. Das heißt, größere Bäume eher so in die Mitte und die kleineren Bäume dann an den Wegesrand. Das ist ja mittlerweile auch echt praktisch, dass man halt Bäume auch einzeln platzieren kann. Weil dieses Pinseltool ist halt nach wie vor nicht ideal, muss ich sagen. Dieser Radius ist einfach viel zu groß, mit dem man das einpinseln kann. Ist halt super ungenau. Jetzt noch an einigen Stellen den ein oder anderen Felsen platziert. Zum Beispiel da, wo Baumstämme und sowas geflogen sind, weil manchmal sind die nicht so ganz so gut platziert von dem Pinseltool. Und dann habe ich da zum Beispiel Felsen runter platziert, damit die halt nicht unrealistisch schweben. Und auch an den Rändern habe ich nochmal ganz viele Felsen eingezeichnet. Jetzt mussten wir natürlich auch noch unterirdisch das Hyperloop-System verbinden, damit später auch der Park eröffnet werden kann. Und drumherum an den freien Bereichen habe ich erstmal ganz viel Wald eingezeichnet. Dann finde ich es auch immer noch wichtig, dass man einen schönen Übergang zwischen Wald und Weg schafft. Das heißt, dass es nicht direkt abrupt von Weg zu großen Bäumen und Riesenwald übergeht, sondern dass da zumindest so ein kleines Stück ist, wo noch der ein oder andere Felsen ist, ein paar Büsche und ein paar kleinere Bäume zwischen. Jetzt sieht man gleich einmal richtig gut, wie das dann mit dem Nebel aussieht. Das finde ich schon sehr, sehr atmosphärisch, wenn der Nebel so zwischen den Bäumen entlang zieht. Hier vorne, wo der Aussichtsturm ist,
habe ich mich dann auch nochmal dazu entschieden, den Wald zu entfernen und das manuell nochmal hinzubauen. Dann kann ich nämlich dort kleinere Bäume platzieren. Dann beeinträchtigen die auch nicht die Sicht auf das Gehege. Und jetzt habe ich hier so ein paar Barrikaden am Eingangsbereich gebaut und auch so ein paar andere Deko-Objekte noch platziert. Und das Schöne ist auch an diesen, was sind das denn, so Bronze-Dinger, ne? Diese Bronze-Springbrunnen. Schöne an denen ist halt, dass die auch eingebautes Licht haben. Die sehen dann wirklich auch bei Nacht richtig schön aus. Ich habe aber auch allgemein darauf geachtet, dass überall Laternen stehen und alles richtig schön beleuchtet ist. Weil ich möchte später auch, dass der Park bei Nacht richtig gut aussieht. Das kann man hier, glaube ich, gerade auch ganz gut sehen. Ich habe dabei aber auch frei Schnauze gearbeitet und nach Augenmaß. Also wenn mal die ein oder andere Laterne so ein bisschen näher an der anderen Rand steht oder ein bisschen weiter weg, fand ich das jetzt ehrlich gesagt auch nicht ganz so schlimm. An der Jurassic Tour habe ich dann auch nochmal ein schönes Jurassic Tour Schild platziert und dort herum auch nochmal ein paar Felsen gemacht und auch den ein oder anderen Baum. Und jetzt noch mehr fließendes Wasser. Fließendes Wasser geht immer. Ich habe natürlich auch nicht vergessen, unser Restaurant und unseren Getränkeladen zu gestalten. Dort kann man das Ganze ja auch so ein bisschen individualisieren. Und dann wollte ich auch unbedingt noch ein bisschen mit diesen neuen Deko-Objekten arbeiten, die wir durch das Chaos-Theorie-Level bekommen haben. Da ist einmal dieser coole Wachturm und auch diese Absperrungen. Und die schönen Flutlichter, die wir haben, die werde ich auch gleich noch verwenden, aber an einer anderen Stelle. Nämlich in dem Gehege, das fand ich ganz cool, weil dann ist das bei Nacht auch nochmal so ein bisschen beleuchtet. Ich habe die dann auch nochmal ordentlich mit Felsen eingebaut, damit die nicht ganz so die Natur zerstören von dem Gehege. Und ich habe mich dann auch nochmal dazu entschieden, den Aussichtsturm auszutauschen gegen diesen Biosyn-Turm. Der kann ja auch hoch und runter fahren und den fand ich optisch auch passender. Und ich habe ja vorhin schon gesagt, hier kommt Fleischfresser in das Gehege. Und zwar sind das Pyroraptoren. 5 Stück. Alle mit richtig schönen Skins. Die sehen auch alle anders aus. Ich zeige euch die gleich nochmal ein bisschen genauer, wenn die alle gelandet sind. Aber wir kümmern uns jetzt erstmal darum, dass sie auch was zu futtern haben, weil das habe ich noch nicht platziert. Ja, das ist ein perfekter Spot, da kann man die gut sehen. Dann irgendwie auf dieser Seite nochmal. Ja, sehr schön. Guck mal, wie nah man dann da dran steht, das ist echt cool. Aber wir brauchen auch noch einen Ziegenfutterspender. Den mache ich mal hier hin. Jetzt kann ich euch mal eben die Skins zeigen. Das hier ist jetzt der Standard-Rote, den man aus dem Film kennt.
könnt übrigens für alle auch tolle Namensvorschläge in die Kommentare schreiben. Würde ich mich sehr drüber freuen. Oh, hier sind gleich zwei auf einmal. Leider gerade im Schatten. Ein grüner und ein lilaner. Auch beides richtig coole Farben. Navi an den Zaun gehen. Hier könnte man dann als Besucher stehen. Das ist wirklich krass, oder? Also viel näher kommt man, glaube ich, an solche Dinosaurier nicht ran. Hier haben wir auch nochmal einen dunkleren mit so ein paar roten Akzenten im Kopf. Und zu guter Letzt den gelben, den ihr gerade schon gesehen habt. Oh, hat er ordentlich erlegt. Ist voll der coole Skin hier, der gelbe. So, die ersten Besucher sind aber auch im Park angekommen, wie ihr sehen könnt. Also wir laufen hier schon auf dem Plaza rum. Und ich würde sagen, wir machen einmal ganz kurz Nacht. Dann seht ihr das nämlich mal mit der Beleuchtung. Gerade das mit dem Flutlicht ist richtig cool. Also es sieht schon recht ordentlich aus mit der Beleuchtung. Überall sind Laternen. Und es ist halt cool, dass man an dem einen oder anderen Spot dann halt auch im Gehege Beleuchtung hat. Es fehlt nur noch der Nebel, der ab und zu aufzieht, und dann ist es wirklich super atmosphärisch. Hier seht ihr nochmal die Springbrunnen. Die sehen auch wirklich richtig schön aus bei Nacht. Und da ist auch nochmal das andere Flutlicht. Man hat auch perfekte Sicht von hier oben. Und ist halt cool, dass wir halt nur diesen unsichtbaren Elektrozaun halt haben. Dadurch ist die Sicht halt gar nicht eingeschränkt.